stieg in die Oberliga auf. Der Ausbau des Stadions für 40.000 Besucher wurde bis auf die Tribüne fertiggestellt. Bochumer Fußballklub hat im Jahre 1968 Schlagzeilen geliefert. Der Regionalligist VfL 48 hat den Profis der Bundesliga gezeigt, was eine Harke ist. Nacheinander warf er Karlsruhe, Stuttgart, Mönchengladbach und Bayern München aus dem Pokalwettbewerb. Am 9. Oktober trat er in Ludwigshafen zum Endspiel gegen den 1. FC Köln an. Nordrhein-Westfalens Prominenz hatte es sich nicht nehmen lassen, dem Spiel beizuwohnen. Tor und Ausgleich in der 37. Minute. Zur Freude der vielen tausend Schlachtenbummler, die mit ihrer Mannschaft nach Ludwigshafen gefahren waren. Beinahe hätte der VfL auch Köln geschafft und den Pott nach Bochum geholt. Die Mannschaft um Trainer Hermann Eppenhoff kehrte zwar nur als Zweite nach Bochum zurück, gefeiert wurde sie jedoch wie ein Sieger. Zehntausende säumten die Straßen zum Rathausplatz, wo die Männer des VfL von Oberbürgermeister Heinemann empfangen wurden. Und das war das wichtigste sportliche Ereignis des Jahres. Liebe Fußballfreunde von nah und fern, wir durften heute noch einmal ein großartiges Spiel erleben. Obwohl die Entscheidung bereits vor einer Woche gefallen war, haben beide Mannschaften heute noch einmal ihr Bestes hergegeben. Dafür bedanken wir uns. Wir danken dem VfL für den großartigen Sieg und den Aufstieg in die Bundesliga. Dem VfL ein dreifaches Blau! 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 Schalke 04 empfing im Parkstadion den VfL Bochum vor 38.000 Zuschauern, unter ihnen auch die Legende Ernst Kutzhoffer. Für die Knappen in den weißen Trikots war es an diesem 30. Spieltag eine wichtige Partie im Kampf gegen den Abstieg. Klaus Fischer in seiner unnachahmlichen Art hat die erste Chance des Spiels. Aber sehr schnell machte der VfL Bochum klar, wer in diesen Tagen die beste Mannschaft im Revier war. Rolf Blau trifft in der 18. Minute aus über 20 Metern in den Winkel. Für Schalkes Torwart Norbert Nietpohr war der Ball unhaltbar. Schalke wehrte sich, kam aber nur ganz selten mal zu Torchancen gegen die erfahrene VfL-Abwehr. Abel, Lamek und Wölk räumten alles auf. Und wenn doch einmal ein Ball durchkam, so wie hier, stand mit Reinhard Mager ein guter Mann im Kasten. 2 Minuten vor der Pause gab es einen Eckball für die Gäste, kurz gespielt. Und dann ist es der aufgerückte Wölk, der das 2:0 erzielt. Auch hier ist Norbert Nietpohr zum Zuschauen verurteilt. Mit 0:2 ging es auch in die Kabine. Die Fans von Blau-Weiß sahen schwarz für die Knappen. Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gäste das klar bessere Team. Ihre schnellen Angriffe wirbelten Schalkes Hintermannschaft immer wieder durcheinander. Passt auf Pinkal, das 3:0, Tore wie im Training. Und die vielen mitgereisten Bochumer Fans freuten sich diebisch über die Vorstellung ihrer Idole. Kapitän Jupp Tenhagen leitete dann den nächsten Angriff ein. Lothar Wölk mit dem Traumpass auf Pinkal, der ist gelernter Postbote und liefert hier das nächste Päckchen präzise ab.
4:0, 76 Minuten waren gespielt und Schalkes Trainer Fahruddin Yusufi erlebte, wie er später selber sagte, die bitterste Stunde seiner Laufbahn. Denn seine Mannschaft gab sich komplett auf und wurde von den Nachbarn aus dem Pott gedemütigt. Abel führt Norbert Nickbur vor. 0:5, es wurde peinlich für Schalke und die Fans wanderten in Scharen ab. So blieb ihnen wenigstens das 0:6 erspart, für das wiederum Hans-Joachim Abel sorgte. 3 Minuten vor Schluss war die Blamage für Schalke perfekt. Die Knappen standen jetzt tief unten im Tabellenkeller. War das Ende heute, Bundesliga aus, oder? Zu 90%. 90%. Ja, würde ich auch sagen, 90% bestimmt. Also, ich glaube nicht, dass die Schalker jetzt noch die Moral haben, und sich von diesem Schock zu erholen. Also. Und so kam es auch. Der Abgang der Spieler zu den Kabinen nach oben täuscht. Am Ende der Saison ging es runter in die zweite Liga. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein. Steht bereit. Alfred Wahlen scheint ruhig. Und jetzt das Duell Wahlen gegen Legert. Knallhart geschossen ins linke Eck. Das 1:0 für den VfL Bochum. Längst überfällig und Riesenjubel hier. Torschütze Thorsten Legert. So viel von hier unten. Zurück zu dir. Legert ist lateinisch, heißt der Bote. Und der Bote schickt den Ball, wie Sie gesehen haben, ins richtige Eck. Der VfL Bochum geht, nachdem die zweite Halbzeit genau halb gespielt ist, mit 1:0 im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Yeboah, das 1:0 aus Sicht der Bochumer, das 0:1 und ich meine sogar die verdiente Führung für die Gäste. Ja, und wer anders soll diesen Treffer erzielen als Anthony Yeboah? Keine Chance für Andreas Wessels. Gespielt 50 Minuten im Bochumer Ruhrstadion. Und in Sachen Bundesliga-Zugehörigkeit ist alles wieder offen. 1:1 steht es also, zählt man die beiden Spiele zusammen. Es läuft die 77. Spielminute. Rekas. Reacek, schön auf Uwe Leifeld. Das 1:1. In der angesprochenen 77. Spielminute. Und damit ist Bochum wieder in der ersten Liga. Beim VfL Bochum gibt's Bundesliga-Atmosphäre und Torjubel hautnah. Live in Deutschlands schönstem Fußballstadion. Machen Sie mit, jubeln Sie mit. Ein Jubel der Erleichterung. Bochum gewinnt im zweiten Relegationsspiel gegen Saarbrücken. Der VfL bleibt erstklassig, spielt weiter in der Bundesliga mit. In blauen Trikots und mit einem blauen Auge. Eintracht Frankfurt hat zum vierten Mal den Pokal des Deutschen Fußballbundes gewonnen. Die Frankfurter besiegten gestern im Endspiel in Berlin den VfL Bochum mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte der Ungar Detari 9 Minuten vor Spielende mit einem Freistoß. Und hier die Lottozahlen. Jetzt liefern sich hier die Fans beider Vereine. Ein Fohnduell, wer lauter schreien kann. Inzwischen kommt auch langsam die Sonne wieder durch. Die
Bochumer doch im Aufbau vorsichtiger, als das ihr Trainer versprochen hat. Der Ivan fast so wie eine dritte Spitze gesehen hat. Offensiv Fußball versprach Eckers. Abseits. Kein Tor. Abseits von Uwe Leifeld. Sofort auch angezeigt, als der Ball unterwegs war, längst vor der Ballannahme. Da hält Skadi Feldkamp auch nicht mehr auf dem Sitz. Schauen uns die Szene an. Oh, gleiche Höhe, glaube ich. Ja, war ganz knapp. Gleiche Höhe, aber dann wäre es abseits. Oh, gleiche Höhe, glaube ich. Ja, war ganz knapp. Gleiche Höhe, aber dann wäre es abseits. Mai im Olympiastadion von Berlin. Hier darf ich Ihnen die beiden Mannschaften vorstellen. Viel leichter erinnern Sie sich noch an dieses Spiel. Links der VfL Bochum mit den blauen Trikots und rechts Eintracht Frankfurt mit den weißen Trikots und den schwarzen Hosen. Ja, so war's. Und dieses Spiel wurde bundesweit übertragen vom ZDF, kommentiert von Eberhard Fickemeyer. Und in Bochum saßen natürlich jetzt die Fans vor den Fernsehapparaten, haben geschaut, haben ihrer eigenen Mannschaft den Daumen gehalten, aber wir waren dabei mit bis der versteckten Kamera. Jawohl. Bis auf fünf. Und die saßen im blauen Salon im Bochumer Stadion, wurden sehr gut bewirtet, was auch die Getränke anbelangt, im VIP-Raum, wo sonst nur die oberen 10.000 hinkommen. Ja. So groß ist er noch nicht einmal. Ja. Und dann habe ich wohl dieses Spiel aus dem Keller für fünf Damen und Herren kommentiert. Jawohl. Herzlich willkommen im Berliner Olympiastadion. Rudi Michel spricht den Kommentar. Blau und Weiß, 30.000. Ob sie helfen, ob es was nützt. Jetzt können wir nur noch die Zeit nehmen mit Herrn Heidmann. Es läuft. Dieses Bochum wird für mich einfach zweitklassig. Die Mannschaft ist nicht besser als die Elf von 1968. War doch aus, der Ball. Plötzlich sind sie auch im Mittelfeld weg vom Fenster. Und können wir die Bochumer machen als Team? Ja. Wir sind doch jetzt also, nur in der Hälfte. Millionen sind und der sagt, so dass das die Frankfurter das Spiel machen. Wir haben kein Konzept. Frankfurter die bessere Linie. Oh, ich reg mich nicht über das Spiel mehr auf. Ich reg nur über den Millionen. Wieder nichts. Freistoß gegen Bochum wegen einer Schwalbe, ja, da kann man nichts machen. Ob's denn Bochum... So kehrte denn der VfL als Vizepokalmeister ins Ruhrgebiet zurück. Aber gefeiert wurde er, als gelte es, einen Weltmeister zu begrüßen. Sprichwörtlich das Bad in der Masse. Noch nie haben sich vor dem Rathaus spontan so viele Menschen versammelt, um begeistert eine so schöne und runde Nebensache zu bejubeln wie den Fußball. Vertrauen wir auf das Sprichwort, alles Gute kommt wieder. Stickrot! Ja! Yeah! Das dicke Ding für den VfL. Reis, Platz auf der linken Seite jetzt. Juran! Meine Damen und Herren, was war das ein Tor? Also, von diesem Tor möchte ich alle zur Verfügung stehenden Zeitlupen sehen. Baldoch hat den Ball nach vorne getrieben, in die Hälfte. Dann war Reis frei. Prima. Abwehrspieler eigentlich. Dessen Flanke. Und jetzt schauen Sie hin, Juran. Mit der Hacke. Reichel. Wieder Peschel. Juran! Meine Güte, dem gelingt alles heute Abend. Jurans zweiter Treffer. Und im Moment steht der VfL Bochum in der zweiten Runde des UEFA-Pokals.
sollte es bei diesem Ergebnis bleiben. Sergej Juran, sein zweiter Treffer. Dickhaut und Wosch. Wosch jetzt weit zurück. Klar, wir sind nun mal nur noch zu zehnt. Da muss er aushelfen. Reis. Dickhaut. Eine Kombination wie aus dem Bilderbuch. Und so krönt Mirko Dickhaut seine ganz große Leistung heute Abend. 4:1 für den VfL. Aber Baluczynski kommt mit und rechts ist Peschel. Kein Abseits. Peschel. Ja! Der beste Spieler auf dem Platz heute Abend, das kann ich ohne Übertreibung sagen, macht das 5:1. Ich wiederhole, 5:1 für den VfL Bochum. Schiedsrichter schaut zu und jetzt ist es aus. Jetzt ist es amtlich. Der VfL Bochum schlägt Trabzonspor aus der Türkei mit 5:3 und steht in der nächsten Runde. Schauen Sie da unten, Manager Klaus Hilpert und Klaus Toppmöller. So wurde der Einzug in den UEFA Cup gefeiert und so wird heute der Einzug in die zweite Runde gefeiert. Man hat nicht irgendeine Mannschaft besiegt hier, sondern Trabzonspor, eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Vergangenheit im Europapokal. Ein Festspiel an der Ruhr ist zu Ende. Was für eine Europapokalpremiere des VfL Bochum. Feiern Sie mit. Ein Fußballabend, den man nicht alle Tage erlebt. Schöner Abseitskick von Wosch. Juran. Nein. Und dann gibt der Elfmeter. Auf den ersten Blick sage ich, es war keiner. Der Schiedsrichter vielleicht schon genervt. Zeigt auf den Strafstoßpunkt und wird jetzt bedrängt, bedroht von der halben Brügger Mannschaft an der Spitze. Kapitän Franky van der Elst, der aber erstmal seine Heißsporne weghält. Jetzt gibt es Strafstoß für den VfL und Donkov. 1:0. Durch Georgi Jonkov, den Bulgaren. Peschel. Ja, er versucht da, den Torwart zu überlisten, anstatt auf die frei postierten Mitspieler und Mitstürmer zu spielen. Wenn es gelingt, ist er der King. Aber so wartet. Ja, will Verlinden verleiben. Tor! Und dann klappt es doch noch. Und wieder ist der Torschütze Georgi Donkov. Der Bulgare. 10:7 das Eckballverhältnis, aber das ist es nicht. Das Tor muss her. Drin! Sergej Juran! Sagenhaft. Hoffmann hat erstmal geklärt. Wosch, Wosch. Wosch gegen Borkelmann. Nur mach es. Karneval in Bochum. Die Tribüne bebt. Aber irgendwann nach 93 Minuten und 15 Sekunden wird auch Schiedsrichter Charles Agius aus Malta Schlusspfiff ansetzen. Da ist es soweit. Und nun liegen sie sich hier in den Armen. Und alles ist aufgestanden.
Auch wir erheben uns von den Plätzen. Respekt, VfL Bochum. Sie haben gewankt. Sie haben in der Hintermannschaft gewackelt. Aber sie haben mit einer großartigen Leistung gegen einen starken Gegner, wohlgemerkt den Spitzenreiter der belgischen Liga, 8 Spiele, 8 Siege, mit 4:1 bezwungen. Und ziehen damit in die dritte Runde ein. Fußball im Kohlenpott ist in. Toujours à deux, comme c'est ça. Oh. Présent, présent, allez, présent. Allez, encore une situation dangereuse. Cala, ça va être dégagé maintenant. Non, avec une possibilité maintenant pour un nouveau centre. Ah, oh, et Edou qui passe à côté. C'est goal, ça, ouais, ah, c'est but. C'est goal, c'est but de Courbelot. Mais ce n'est pas vrai, les amis. Il fallait attendre la dernière minute pour inscrire ce but. Mais le Standard, c'est le Standard, nous fera vivre des moments comme ça. Ce n'est pas possible de commenter des matchs du Standard dans des rencontres pareilles. Incroyable, Benoît, un ballon, on y croit. Kam die 93. Minute. Und ich werde leider nie vergessen, wie der Ball durch den Bochumer Strafraum kullerte. Ein etwas zu hoher Halm hätte ihn aufhalten können. Ich selbst wäre in der Lage gewesen, ihn mit der schlappen Eichel aus der Gefahrenzone zu befördern. Und dann sehe ich auch einen blauen Spieler, einen blau gekleideten Spieler, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt, wer es war, auf den Ball zulaufen. Und ich dachte, okay, der pölt den jetzt über die Südtribüne nach draußen auf die Kastropper Straße. Und dann ist Schluss und wir sind durch, ist alles okay. Einfach nur weghauen. Sekundenbruchteile später sehe ich den Fuß dieses Spielers durch die Luft fliegen. Aber an diesem Fuß ist kein Ball. Der Ball war dann an einem belgischen Fuß und im völlig falschen Tor. Und wir waren ungeschlagen aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden. Was sich dann abgespielt hat, möchte ich nie wieder erleben. Um mich herum weinende Frauen, Männer, Kinder, Hunde. Und der Typ neben mir sagte einen Satz, der der einzige bleiben sollte für die gesamte restliche Saison. Er sagte den Satz, der einzige Brasilianer, der keinen Fußball spielen kann, spielt ausgerechnet für uns. Und es handelte sich bei diesem Spieler um Eduardo Gonçalves, genannt Edu. Und das ist auch wieder eine Qualität des VfL Bochum. Brasilien hat, glaube ich, 180 Millionen Einwohner, die alle fantastisch Fußball spielen können. Sogar das brasilianische Au-pair-Mädchen, unser Nachbarn, kann fantastisch Fußball spielen. Und wir finden den einen. Der noch nicht mal einen scheiß Befreiungsschlag hinbekommt. Und ich sage euch, früher war vielleicht nicht alles besser. Aber das schon. Hermann Gerland hätte diesen Ball gegessen. Und im gegnerischen Tor wieder ausgeschissen. Eduardo Gonçalves, genannt Edu, soll mittlerweile in Korea spielen. Ich hoffe in Nordkorea. Da wird zu wenig geredet über VfL Bochum, habe ich auch gelesen heute Morgen. Ja, schreibt da mehr über VfL Bochum. Was? Und positiver OBV von Bochum. Man, hier passiert etwas. Hier ist etwas los. Aber wenn der Zug wieder zum Stande kommt, ja, zum Stillstand, ja, bleibt es zweite Liga und vielleicht dritte Liga. Und das müssen die mal kapieren hier. Gibt es weitere Fragen? We'll be right back.
Bochumer Botschaft. Schalalalalala. Bochumer Botschaft. Schalalalalala. Bochumer Botschaft. Schalalalalala. Bochumer Botschaft. Schalalalalala. Kann das denn Wirklichkeit sein? Wir lieben den gleichen Verein, so weit entfernt von der Ruhr. Hier gibt es Spreewasser nur, doch auch im Osten ganz tief gibt es ein Fan-Kollektiv. Kann das denn Wirklichkeit sein? Wir lieben den gleichen Verein. Bochumer Botschaft, tschalalalalala, Bochumer Botschaft, tschalalalalala, Bochumer Botschaft, tschalalalalala. Bochumer Botschaft, tschalalalalala, Bochumer Botschaft, tschalalalalala, Bochumer Botschaft, tschalalalalala. Stehen zu unserem Club, wie einst der Ten Hagen Jupp. Blau-weißes Heimatgefühl, so weit entfernt jedes Spiel. Doch einmal jährlich wir ziehen zum Heimspiel hier in Berlin. Kann das denn Wirklichkeit sein? Wir lieben den gleichen Verein. Shalala.